Ein ganz, ganz herzliches Hallihallöchen, moin, moin, alles klar, einen schönen Sonntagnachmittag gewünscht oder eher schon Abend, dann geht es schon Richtung Sonntagabend. So, bei 17 Uhr kann man das schon mal sagen. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr hattet alle ein gutes Wochenende, ich hoffe, ihr habt alle Spaß und gute Laune und habt Bock jetzt noch ein bisschen South Park, die rektakuläre Zerreißprobe irgendwie mitzumachen und ja, geil, yay. Ich frage mich, wie der noch kommt. Wir haben da ja eigentlich schon jetzt einiges an Spielstunden reingesteckt. Ich habe jetzt nicht ganz so viel erwartet. Ich hätte jetzt doch schon erwartet, dass wir irgendwie dem Ende entgegengehen. Aber ich glaube, da kommt wohl noch ganz, ganz furchtbar viel. Also es fühlt sich zumindest so an. Könnte ja auch sein, dass die Story dann natürlich so einen abrupten bekommt, ne? Und alles ganz schnell abflacht zum Ende hin. Das kann natürlich auch sein. Wie es bei halt auch irgendwo bei vielen schlechten Büchern der Fall ist. Oder Filmen. So, du erwartest da noch ganz viel. Und auf einmal kommt so ein Cut. Puff, alles vorbei. Und du denkst, das soll es jetzt gewesen sein. Und dann war es das auch. Sticken? Alter, das war geil, Neuer. Achso, ja. Achtung, Kuhn-Freunde, alle sofort zum Kuhn-Versteck. Wir wissen jetzt, was die Freedom Pearls wissen. Alle Kuhn-Freunde zum Kuhn-Versteck. Super Arbeit, Arschlord. Ja. Ich würde da... Ja. Nee, ich würde trotzdem jetzt gerne nochmal reingehen. Pass auf, mit wem du redest. Die quatschen dich hier mit ihrer gesamten Krankenakte voll. Nee, ja, ich habe gedacht, es gibt jetzt noch irgendwo so ein Informationsboard, wo wir halt nochmal so ein Foto hätten aufhängen können. Stört sich gar nicht jeder eine reinhauen, ne? Asservatenkammerparty, wenn der Selbstjustizler einsetzt. Okay, mal gucken. Big GR, da sollen wir ja die Katzen sammeln. Was mich jetzt interessiert, haben wir auch noch ein Coon and Friends. Was hat das zu bedeuten? Schnitzeljagd. Achso, das ist das Yaoi-Projekt. Finde 20. Ich glaube, wir haben derzeit 12 oder so. Ansonsten haben wir derzeit eigentlich nicht. Das ist halt auch wieder so ein Zufallsding. Wir müssen halt auch dann auch mal irgendwo viel rumlaufen, reingehen, mit den Leuten reden, damit halt entsprechend... Wer bietet dem Chaos die Stirn? Niemand! Ich bin es, Professor Chaos! Ich hab da ein fettes Problem. Ich hab doch diese ganzen Migrantenlakaien. Naja, und irgendwie kann ich die nicht mehr bezahlen, weil du meine Pläne vereitelt hast und ich so kein Geld verdiene. Und jetzt sind die Lakaien ganz schön angepisst. Treffen wir uns auf der Bank? Wäre ich dir voll dankbar. Chaos, Ende. Okay, jetzt haben wir noch eine Nebenmission bekommen. Und deswegen konnte ich die nicht schlagen. Und die haben jetzt natürlich den ersten Zug, ne? Mann, Lakaien, was ist denn los? Dein Scheck ist geplatzt. Die Schergen des Chaos möchten bezahlt werden. Eure Kostüme sind so schrottig. Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Aber ich habe eigentlich so keinen Bock, hier mit den Freedom Pals umzurennen. Ich bin jetzt noch so die ganzen... Ich bin einfach drin, die ganzen Kampftechniken von den... Von Cartman und Kyle zu haben. Beeil dich bitte mal. Hier geht es nämlich ums Geschäft. Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen. Heilt und verwöhnt. Verwöhnt. Hm.
Blitzzeit! Selbst bei frühen Dr. Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Lauf heim zu Mama, du Schwachmat! Mikroaggression! Schlag ihn! In your face! Macht euch auf Schmerz gefasst! Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Ah, fuck. Super Tornado, Warnung! Auch wieder, dafür muss ich so aufladen. Den echten furzenden Selbstjustizler. Sorry wegen des Zugs. Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben! Wow! Verneig dich vor dem Chaos, Dummkopf! Ah. Hey, lass ihn in Ruhe! Der eine da explodiert. Nachher, gleich, bald. Oh. Hey, sind das echte Special Effects oder animierte? Hier blitz ich einen! Wirkte total unecht. Man hat die Drähte gesehen. Unordnung obsiegt! Entfessel das Chaos! Hättest du blocken sollen! Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen! Uns da hinstellen. Das ist der langweiligste Superheldenkampf ever. Diese Schurken sind bereit für den Tupper Mac Mark 3. Ja, mach ich den oder mach ich den nicht? Super Tornado aktiv! Das hat gesessen! Jetzt wird's chaotisch! Au! Kann mal jemand das Blut auf? Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Ach shit, jetzt hätten wir. Den hätten wir eigentlich platt machen können. Dann setzen wir Butters ein. Können wir auch noch nicht. Chaos Raketenbausatz und $2.23. Wir gehen mal zur Bank. Die müssten wir doch. Ah, gehen wir richtig. Ich noch mal kurz hier reingucken. Vielleicht gibt es jetzt noch wieder irgendwie irgendwas mit Krebsmenschen. Zimmer 9. Okay. Du bist wirklich fotogen. Wie wäre es mit unseren neuesten Sachen? Kriegswelpen, den haben wir schon. Ja. Und tschüss. Ja,
Vielleicht haben wir hier auch noch Sonja Ui übersehen. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Gut, na? Wieso kommen wir hier hinter, wenn sie jetzt eigentlich gar nichts... Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Hey, Vorsicht! Besiegelmung flüpp. Oh, wie geil, was? Glaubst, deine Fürze sind übel, Kleiner? Tja, das beurteile immer noch ich. Sicher, dass du bereit bist. Einmal überspringen, bitte. Yes. Wie cool ist... Hier kommt Wonder Twig. Wie cool ist das denn? 9999 Leben. Fick dich, Alter. Was? Wie soll mir das denn machen? Alter, was? Schockierend, was? Oh, wow. Ist dies das Ende von Morgan Freeman? Nein, ist es nicht. Alter, was? 9999. Ja, jetzt nicht mehr, aber... Alter, was? Echt gut gemacht! Oh Mann, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache! Oh, meine Lieblingskeitssensoren spielen verrückt! Au. Prügeln Sie ins nächste Jahrhundert! Egal, was gleich passiert, denkt dran, wer angefangen hat. Oh! Autsch! Trigo und Butter sind einfach mal weg. Alter. Eigenes Blut bin ich nicht gewohnt. Perlausfall registriert. Ja, vom angewidert halt, ne? Scheiß. Neutralisiere! Au. Du bist hupaniert. Du willst morgen Freeman nicht wütend erleben. Gut gekämpft, denn du hast es versucht. Darauf kannst du stolz sein. Du bist. Alles klar. Wir legen uns hier mit morgen Freeman an. Haben wir hier schon gemacht? Ja. Willkommen bei Freeman's Tacos. Was ist Cartman? Ach nee. Oh, okay, ich mache ein Foto, aber nur, wenn es schnell geht. Das ist ja Kyles Mutter, Mrs. Brosowski. Okay, und jetzt ab mit dir. Warum guckt er denn so grimmig? Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Es ist neues gebrauchtes Zeug eingetroffen.
So ist der Krebs mehr. Beeil dich lieber, bevor du dich mit irgendwas ansteckst. Auf 92 denn so? Achso, wir können da dann 2 reinpacken. Wir können den da auch noch. Ah. Ja, aber ich würde den jetzt kein zweites Mal kaufen. Jetzt sind ja nochmal wieder $40. So, und hier sollen wir mit Butters aus der Bank rauskommen. Hieß es. Wunderarsch ist hier. Sehen Sie, da ist er. Danke, dass du gekommen bist. Ah, diese Person soll also mit unterzeichnen? Richtig, ich habe ein paar Lakaien angestellt, die mit mir die Stadt zerstören sollen. Aber mein Plan ging in die Binsen und deshalb kann ich sie im Augenblick nicht bezahlen. Was wir tun können, ist eine GmbH für sie einrichten, die ein Geldmarktkonto eröffnet, für das ihr Freund sein Haus an eine Übersee-Investmentfirma verpfändet. Und futsch! Futsch? Das Haus ihres Freundes ist futsch, gehört einer Firma in Hongkong. Danke, schönen Tag noch. Aber ich wollte nur meine Lakaien bezahlen und nicht meinem Freund das Haus kosten. Ja, sie kennen sich nicht gut mit dem Wirtschaftskram aus. Will ihr Freund mal? Ja, spiel du, Neuer. Lirum larum, Löffelstiel, wer nicht wagt, gewinnt nicht viel. Jetzt du. Was soll... soll er jetzt Bankgeschäft auf gut Glück? Lässt du dein Glück und Dreh am Rad? Erhalte Boni, um Geld zu verdienen und eine ökonomische Klasse aufzusteigen, ohne bankrott zu gehen. Wow, das ist ja total Wahnsinn. Jemand schluckt Kaffee, warte mal. Okay. Portfolio-Werten. Achso, hier kannst du hier den Wert anderes Portfolios. Nächste Stufe. $700 Unterschicht. Okay, Rad drehen. Dreht sich, wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Erreiche dein Klassenaufstiegsziel und steige auf die nächste Ökonomiestufe. Gehst du bankrott, steigst du ab. Immun gegen den nächsten Bankrott. Okay. Können wir nochmal? Wir können nochmal. Okay, ich drehe einfach. Keine Niete! Was ist denn hier eine Niete? Soja-Terminwaren. Agiles Investmentbonus. Verdreifache den Wert deines nächsten Felds. Dreifach Auszahlungsmultiplikator. Ein Bonus im Spiel. Du hast es geschafft. Was? Wow. Wie cool. Okay. Wow, funktionieren so Bankgeschäfte? Wir haben einen Gewinner. Diese Kinder haben ein Darlehen über $80.000 erhalten, um Lakaienarbeitern ihre Löhne zahlen zu können. Auch sie können gewinnen. Versuchen Sie es einfach. Hier ist euer Scheck. Wow, vielen Dank. Du hast das echt gut drauf. Komm, bring mir das zu meinen Lakaien. Ach Gottchen, das ist doch das Mindeste. Okay, zurück zur Wirklichkeit. Ich mache nur Selfies mit stinkreichen Leuten. Okay. Gut so, jeder ist ein Gewinner, außer den Armen. Okay, wir können es nicht nochmal machen, oder? Nee. Schade. So, hängt hier noch zufälligerweise irgendwo ein Yaoi rum? Da kann man... Warte mal. Moment. Ah, okay, das geht. Warte mal, da müssen wir kurz noch antworten. So. Zum Glück sind mein Sohn und sein Freund wieder zusammen. Da sind sie, die Arschlochkinder, die die Einwanderer eingestellt haben. Ja, sie haben Kredit aufgenommen, um sie zu bezahlen. Das heißt, sie klauen unsere Jobs. Oh nein, oh. Moment! Ich dachte, wir wären sauer wegen ihrer Geschlechterwahl und ihrer Sexualität und so.
Nein, das sind die anderen Typen. Wir wollen nur unsere Jobs zurück. Dann holen wir die Jobs zurück und verspotten sie für ihre Art der Identitätsfindung. Wir können den... Warte mal. Kann ich hier wieder... Warte mal. Höhlen ersetzen. Er ist gesperrt. Ah, wir können hier nur... Okay. Lohnt sich nicht. Okay. Haben wir zumindest auch mal einmal geguckt. Kämpfe. Ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf, die Hinterwelt. Kommt, Jungs, zeigen wir Ihnen ein paar amerikanische Lakaien. Ich hole euch meinen Onkel Jimbo. Wobei, ist ja nicht mein Onkel. Du kannst jetzt Professor Chaos verwenden, um Lakaien zu beschwören, indem du B drückst. Er nimmt unseren Lakaienjob weg. Und ja. Hat ohne Hopp. Yo no quiero pelear contigo. Genau. Dein Arsch platzt gleich wie meine... Kein Wort verstanden. Kann kein Spanisch. Warum kann ich kein Spanisch? Eine Zeitanomalie. Amerika wurde von Amerikanern, nicht von Lakaien erschaffen. Mikroaggression. Schlag ihn. Ja. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten. Hey, lass ihn in Ruhe. Auto! Runter von der Straße, ihr Scheißbelger! Sie haben Chaos getroffen! Für Liebe und Gerechtigkeit, Wonder Tweak! Ich fass es nicht, was hier eigentlich abgeht. Blitz und Donner! Die Dinge, die nur ins Hauspark passieren. Ja, aber das sind Dinge, die passieren nur ins Hauspark. Die hast du nirgendwo sonst auf der Welt. Nur ins Hauspark. Die Kräfte des Chaos lächeln dir zu. Was jetzt? Okay, das ich bin Ding jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Setzt kein Friendly Fire ein. Das ist sehr schön. Bist du sicher, dass du nicht radioaktiv bist, Professor? Nein. Sie egal. Sie lag Kaijos weg. Yeehaw! Da wird, oh nein. Ha! Chaos! Sag was! Nein. Ja! Wieso wirst du nicht in deinem Land, Lakai? Schlag für Schlag zum Sieg! Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Ja, das kommt jetzt automatisch. Hab ich. Es wird noch eine Weile britzeln! Da hatte ich jetzt keinen Einfluss drauf. Ach, wohl an der Verwirrung. Angriffsmanöver eingeleitet! Super Tornado! Au! Es mucho más seguro ser un seguidor. Gut gemacht!
Tschüss, Lakai. Yeehaw! Ah! Lauf teuren Sturmbunkern! Schockierend, was? Das nenne ich mal Vakuum versiegelt. Hörner der Erbärmlichen. Orakel des andersartigen Rezept. Charakterbogen von Professor Kors und $4.38. Mann, ich habe echt ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug Lakaien-Shops für die habe. Aber nochmal danke. Wer weiß, vielleicht könnten wir unsere eigene Liga der fiesen Superbösewichte. Wäre doch cool. Tschüss. Unser schwächstes Artefakt, denke ich, müssen wir mit das hier. Okay. Steht jetzt an, eigentlich nur zu Eric. Wenn du da keine dich kämpfen, jederzeit an deiner Seite, Wunderarsch. Hashtag Chaos. Noch eins? Okay. Haben wir schon eins mit dir? Ja. Hey, Stan's am wenigsten enttäuscht. Hüg und Craigs süße Sahne. Gehen wir nicht genauer drauf ein. Wir alle wissen, was das in South Park bedeutet. Da komme ich nicht ran, oh Mann. Nicht einfach so in mein Büro reinplatzen. Noch eins? Warum nicht? Okay, mit ihr haben wir auch schon mal eins gemacht. Furzt du immer noch auf die schmutzige Schattenseite der Stadt? Ja. Siehst du, da hängt auch noch ein Jahr. Ui, ich wusste, wir haben hier noch ein bisschen was übersehen. Schieb mich höher. Das sind doch die basketballspielenden Crackbabys hier. Ist gesperrt. Oh Mann! Warum? Für Geld haben wir jetzt eigentlich... $47. Hm. Dachte jetzt durch den Bankkredit. Wollen wir nochmal in die Bank gehen und gucken, ob wir jetzt eventuell nochmal da am Rad drehen können? Du brauchst noch mehr vom süßen Kapitalismus? Packen wir es an! Ja, dann mal los. Sie dreht sich! Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Und Immobilien! Steuerzahler-Rettungsschirmbonus. Wenn du auf Bankrott landest, müssen die Steuerzahler für dich einspringen. Das ist gut. Dann drehen wir noch mal am Rad. Und Bingo! Kreditausfallversicherung. Marktmanipulation. Damit hast du dir den Marktmanipulationsbonus verdient. Benutz ihn vor dem Drehen, dann kannst du das Rad jederzeit anhalten. Ah, cool. Wollen wir probieren? Ein Bonus im Spiel.
Was ist denn da jetzt am besten? Auf Gold gestoßen. Oh, nur 80. Gold vor Cash-Bonus. Alle Bankrottfelder werden zu Gold. Nur für diesen Spin. Okay. Das Gold hätte jetzt gar nichts erwartet. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass es da jetzt mehr gibt. Aber okay, Ein Bonus im Spiel. Du hast die nächste Ökonomiestufe erreicht. Du hast eine neue ökonomische Stufe erreicht. Okay, und was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung von Bankgeschäften. Wenn so Bankgeschäfte funktionieren... Wow. Portfoliowert ökonomische Klasse. Nächste Stufe 2500. Dann sind wir Lohnsklave. Aber was bedeutet das? Kriegen wir dann irgendwie Geld? Oder was hat das... Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Kostet ja nichts. Soja-Terminwaren. Agiles Investment-Bonus. Verdreifache den Wert deines nächsten Felds. Machen wir mal. Ein Bonus im Spiel. Ich hoffe jetzt nicht auf Bankrott. Soja-Terminwaren. Agiles Investment. Dreifach Auszahlungsmultiplikator. Sehr schön. Gehen wir denn auch dreifach Bankrott, wenn wir auf so ein Bankrottfeld kommen? Ja, benutzt den Bonus. Du hast die nächste Ökonomiestufe erreicht. Nett. Weitermachen. Wir sind jetzt Lohnsklave. Nächste Stufe ist der Durchschnitt. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Kostet nichts. Das Rad sagt Indexfonds. Leerverkaufbonus, tausche diesen Zug Bankrott und Investments. Riskant. Alter, der ist echt risky. Der lohnt sich nur, wenn viele Bankrottfelder wirklich da sind. Und Tech-Aktien. Insider-Trading-Bonus. Setzt du ihn vor dem Dreh ein, kannst du das Rad sofort anhalten. Nee, dann lieber... Okay. Hält das Rad mit deinen Fähigkeiten an. Ein Bonus im Spiel. Auf Gold gestoßen. Bankrott wird zu Gold. Okay. Wir haben jetzt schon drei Bankrottfelder. Das ist schon ein bisschen... Ne? Wir benutzen den mal. Ein Bonus im Spiel. Auf Gold gestoßen. Siehst du, wir wären jetzt sonst voll auf Bankrott. Wären wir sonst gekommen. Oh, Gold for Cash. Macht den Bankrott zu Gold. Und Bingo, Kreditausfallversicherung. Zum Anhalten drücken. Ein Bonus im Spiel. Du hast die nächste Ökonomiestufe erreicht. Yeah. Nächste Stufe wäre bequem. Wir sind jetzt Durchschnitt. Wenn wir jetzt beenden, fangen wir dann wieder. Müssen wir dann wieder von vorne anfangen? Du willst noch mehr? Bereit, das Rad zu drehen? Okay. Okay. Wir fangen nicht wieder von vorne an, sondern. Aber was hat das jetzt auszusagen? Bekommen wir denn irgendwie später ganz viel Geld oder? So, mal kurz einmal was kicken. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Okay. Wir laufen noch richtig, ne? Ja. Haben wir schon geräubert? Ich helfe dir gern mit meinen Sidekick-Fähigkeiten, wenn du möchtest.
Professor Chaos gehört jetzt zu deinem Team. Dann sind wir auch Freunde. Tobi. Danke, Neuer. Ich sehe dich auf Kunstagram. Okay. Sex mit Ernst. Erlaubt. Keine Mädchen erlaubt. Hier ist der Arschlord. Super Arbeit. Die Freedom Poser checken null, dass du sie gefickt hast. Okay, Leute, hört zu. Arschlord hat herausgefunden, dass die Freedom Pearls heute Abend in das Polizeirevier einbrechen. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das Polizeirevier? Wir können nicht die Polizei ausschalten, spinnst du? Ja, lass das doch die Freedom Pearls machen. Das geht nicht, Leute. Wieso nicht? Weil ungefähr um 10:30 heute Morgen Classy von der Polizei verhaftet wurde. Woher weißt du das? Yo, what the fuck, ihr kleinen Pisser mit euren scheiß Capes wolltet mich doch beschützen. Ich hab nur einen fucking Anruf. Ihr Nigger kommt jetzt sofort her und holt mich hier raus. Scheiß möchtegern Superhelden-Spasten. Wir müssen ja helfen, Leute. Wir haben's versprochen. Wenn wir die Freedom Pearls das alleine machen lassen, stehen wir als Trottel-Franchise da. Aber wieso sollten sie mit uns zusammenarbeiten? Du vergisst, dass Wunderarsch jetzt auf Kumpel mit den Freedom Pearls macht. Arschlord bringt sie dazu, das Erdgeschoss des Reviers anzugreifen. Währenddessen schleichen wir uns rein und holen Classy raus. Die Freedom Pearls werden wahrscheinlich sterben wegen uns. Und dann wäre welches Superhelden-Franchise die Nummer 1? Wir haben es Classy versprochen. Ab nach Hause ins Bett. Wir haben heute Nacht Großes vor. Das wär's, Arschlord. Wart auf eine Nachricht von den Freedom Pearls. Was ist denn noch? Was? Schon wieder dieser Dackelblick. Willst du mich eigentlich verarschen? Nein, Wunderarsch. Schmink dir das ab. Du kriegst auf keinen Fall noch eine Klasse. Hör zu, es tut mir leid, was mit deiner Mutter passiert ist. Ich weiß, du willst das abhaken, aber... Oh. Nein, ich weiß nicht, wie das ist. Schon gut. Schon gut. Vielleicht kriegst du doch noch eine Klasse. Okay. Kampfsportler. Der Kampfsportler tritt und schlägt das Zerbrechen nieder. Außerdem beherrscht er Rückstoßangriffe und fortgeschrittene Schnitttechniken für Bonsai-Bäume. Pflanzmagier. Pflanzmagier. Der Pflanzmagier besitzt die Gabe, den Verlauf des Kampfes zu kontrollieren, indem er Heilung und Verstärker einsetzt. Gadgetmeister. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ich weiß nicht genau, was ich jetzt noch nehmen soll. Na, Kämpfer. Elementarist. Zum Sturm. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Das hat mir ja an Tweak eigentlich gefallen. Ah, ein Elementarist. Wie Storm oder Captain Planet. Bett und hörtest deine Mom schreien. Du gingst in den Flur? Da ist noch das Alien. Du musstest ihnen das Handwerk legen. Den größten hast du in eine Eiszelle gesperrt. Oh. In der Kälte gefangen, musste der Eindringling tatenlos aussetzen. Hey, du kannst Leute nicht einfach so überspringen. Ja, für wen hältst du dich überhaupt? Die Einbrecher kamen näher. Nahe genug, um von einer Sankfalle erwischt zu werden. Ich glaube, das Kind hat irgendwie Macht über Eis und Erde. Unmöglich. Du hast dich schnell geheilt und deine Kräfte gesammelt. Das ist ja irgendwie nicht so geil. Ich glaube, ich gehe mal hier rüber. Oh Mann, endlich darf ich dem Scheißkind eine reinzimmern. Du hast den Schlag einfach weggesteckt und deinen ultimativen Angriff vorbereitet. Mit der Kraft von Eis, Wasser, Blitzen und Erde entfesseltest du einen elementaren Ansturm.
haarigen Eier da, ne? Aha, na bitte. Oh, ich bin geschockt. Ja, ja, bla bla, okay. Du liefst blitzschnell zum Schlafzimmer deiner Eltern und stürmtest hinein, um deine Mom zu beschützen. Zu spät, dein Dad hat sie gefickt. Oh. Das muss dich innerlich zerreißen. Wie Menschen einander das antun können, es tut mir so leid. Egal, wir haben heute Nacht was vor. Wir sehen uns beim Revier. Mehr gibt's nicht zu besprechen. Ich melde mich, wenn deine Eltern glauben, dass du schläfst. Ja, jetzt nicht so prall. Charakterbogen von Kuhn. Scheiß dämliche Kuh! Schütt dich nur weiter mit Chardonnay zu! Ich muss saufen, um dich ertragen zu können. Dieses Marihuana verändert dich irgendwie. Aber wenigstens ist Marihuana natürlich, nicht so wie Trauben. Du bist ja total high! Vielleicht, aber ich tratsch nicht überall die Geheimnisse von unserem Kind rum. Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Chris! Trink doch noch ein Glas, Kelly! Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Chris! Trink noch ein Glas, Kelly! Oh, hey, Schatz. Daddy wollte gerade hoch in sein Zimmer gehen. Und Mami holt sich was zu trinken. Ich habe das Gefühl, unsere Eltern sind total bescheuert. Wieso sieht denn jetzt schon so hacke aus? Kennst du schon Mrs. Cartman, die Mutter von deinem kleinen, dicken Freund? Aha. Sie ist wirklich nett. Ich glaube, sie macht einen Eintopf für uns. Ich würde den vielleicht nicht. Wir kriegen jetzt nicht mehr Essen? Geh ins Bett. Wir kriegen gerade nicht mehr Essen. Dumme, verfickte Schlampe! Ich hasse dich! Ja, unsere Eltern sind total bescheuert. Ich glaube, das sind Geschwister. Updated immer noch. Der Ubisoft-Server hängt. Stürmische Zottel, Kostüm. Erstmal hier alles mitnehmen. Schätzchen, du hast dein Abendbrot vergessen. Mami hat es für dich auf den Tisch gestellt. Komm, Schätzchen, iss dein Abendbrot. Hast du unserem Kind schon wieder dieses Zeug ins Essen getan? Halt dein scheiß Maul! Hast du dir mal überlegt, dass das Nebenwirkungen haben könnte? Was fällt dir ein? Du weißt so gut wie ich, dass er das Medikament braucht! Du versoffene Hure! Scheiß Käfer! Wie kannst du von unserem Kind verlangen, sich zwischen uns zu entscheiden? Du hast ihm das Zeug doch auch ins Essen gemischt! Niemand muss sich hier zwischen irgendwem entscheiden! Geh runter und iss dein Abendessen, Schatz. Ich sag doch, ich glaube, unsere Eltern sind total bescheuert.
gehen wir halt nochmal ins Bett. Gibt es noch wieder eine Szene von unseren Eltern? Wir können ja einmal durch. Können wir einmal. Neuer, zieh dich an und komm raus. Schnell, die Nacht wartet. Cooles Zimmer. Diesmal ist offen, diesmal haben sie vergessen abzuschließen. Wo sind unsere Eltern? Mysteriös. Na endlich. Weißt du, wie schwer es ist, geheimnisvoll auszusehen, wenn man in einem scheiß Garten rumsteht? Ist echt nicht einfach. Ich bin froh, dass du da bist. Ist echt hart, der Einzige mit echten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion-Spin-Off-Film zu arbeiten. Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Du kennst es bestimmt. Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Hier sind unsere Eltern. Was machen die hier? Ich nehme dich da beim Wort. Das wäre nämlich viel zu gefährlich. Wo ist meine Brieftasche? Tina! Was zum? Tina, wo bist du hin? Tina! Tina, es tut mir leid! Schau doch König rein. Was zur Hölle ist hier los? Nein, Mama, bitte nicht. Ich bin ganz brav, versprochen, bitte. Bitte kein Hausarrest, es tut mir leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, nein! Wow, die Erwachsenen in dieser Stadt drehen echt voll am Rad. Hey, wie läufst du denn rum? Au! Du Arschloch! Halt Abstand von mir! Arschloch. Au! Du Arschloch! Little bitch! Halt Abstand von mir! Arschloch! Was? Großer Gott! Ich hoffe, du magst Eier! Ja, Mann! Was für Arschlöcher! Es ist schlimmer, als ich dachte, Neuer. Das ist nicht normal! Der kackt doch vor die Tür! Wir wohnen hier. Bibi. Können wir den Kackhaufen mitnehmen? Nee. Echt mysteriös. Ja. Und von Mysterion ist das ein ziemliches Lob. Hey, da sind sie. Freedom Pals, folgender Plan. Sobald wir im Polizeirevier sind, starten Toolchat und Wunderasche ein Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt, Leute. Wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr Spasten hier? Wir gehen hier einer Spur nach, die zur Polizei von South Park führt. Da, das tun wir auch. Oh nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pals. Verpisst euch! Leute, Leute! Ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Blitzfreak hat recht. Wir sollten das Kriegsbeil fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Mysterion, wie gehen wir vor? Ich schlage ein Ablenkungsmanöver vor. Ein paar von uns locken die Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Gute Idee. Wir klettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Ablenkung und ihr schleicht euch rein. Echt ein merkwürdiger Zufall. Habt ihr wieder unsere Spuren geklaut? Unschuldige Menschen werden verhaftet, Toolchat. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Okay, Kuhn-Freunde, die Leiter hoch. Okay, wir müssen auf die Ablenkung warten. Sieht ihr das mal an. Das ist unsere Aufgabe.
infiltriere die Polizeistation. Müssen wir uns jetzt entscheiden? Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir ein paar Nutten bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Okay, komm, Wunderarsch. Die Luft ist rein. Shit, ein Gangmitglied, der hat ein unschuldiges Kind! Alarm! Das Revier wird angegriffen! Wow, das habe ich nicht erwartet. Ah, shit. Wir müssen uns wohl selbst um die Typen kümmern. Fickt der da hinten gerade eine Gummi? Siege die korrupten Cops. Diesmal hinterlassen wir keine Handybeweise. So geht das. Du hast das Recht, aufs Maul zu kriegen. So nutzlos wie eine Nutte auf K.O.-Tropfen. Ich bin dran! Ich bin dran! Blitzzeit! Alles aufwachen, Leute! Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden! Los! Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an! Unsterbliche Viertklässler, alles klar! Alter! Bestätige Schaden. Hoffentlich hat mein... Wir springen mal. Gott sei Dank! Zeit, ein paar Grundrechte zu verletzen! Oh, verdammt! Ich bin Bulle geworden, um zu feiern, nicht um Kinder zu verprügeln. Geht aber auch. Mann, nur Scheiße, diese Dinger... Wir brauchen Verstärkung! Oh, Scheiße, da ist ein schwarzes Kind! Was zum... Das Wetter schlägt um! Ein Sturm zieht auf! Vorsicht, mein Herzschrittmacher! Das wird unschön! Ja, das schaffen wir, Leute! Hier kommt Tupperdose! Tupper-Tornado aktiv! Mach keinen Ärger! Ja! Hinten steht ja auch noch einer. Zeit für eine kleine Stadtrenovierung. Hä? Zeig keine Schwäche. Aus! Mach dich auf Gerechtigkeit gefasst. Scheiße, du bist verwundbar. Meine Sturmwinde sollen dich bestrafen. Nee, das lohnt sich einfach nicht. Donnerstag! Oh, mein Herz sitzt fast aus. Hier kommt Mysterio. Da kommt mein Kätzchen gerade nochmal an. Ich nehme an, der möchte dann gleich sein Footy haben.
Wenn wir uns hier entstellen, dann können wir die beiden da ausschalten. Wir gucken uns das mal an hier vom Mysterion-Ding. Die Ultimative. Schade, weil der schreibt sich ein bisschen vor. Sie haben keine getötet. Jetzt bin ich dran. Als Geist jetzt ernsthaft? Au! Du viel Druck! Hallo Miezi-Katze, ja, du bekommst gleich dein Futti. Wir machen so jetzt aber keinen Schaden. Ah, fuck, was ist das hier für eine super Schurkenscheiße? Die Knie und Hände in den Kopf. Ich brauche Körperwärme. Oh Mann, bin ich dran? Donnerlippchen! Ah, was für ein Schock! Das war ein Angriff auf einen Officer. Ich misch sie jetzt auf. Super-Tornado-Warnung! Der Sturm ist vorüber! Gewonnen! Yay. Oh, ich krieg schon böse Blicke zugeworfen hier. Rezept für extremes Gegengift. Undercover schwarzen Gesichtsfarbe und $6.09. Gut, aber bevor wir jetzt kurz weitermachen und uns die nächste Szene angucken, mache ich kurz einmal, nur ganz, ganz kurz, eine Pause, damit mein Kätzchen sein Futter bekommt. Wir sehen uns gleich wieder! So, ich sag doch, geht ganz schnell. Kurz das Kätzchen gefüttert. Die Frage ist, was jetzt? Das reicht jetzt. Keine Bewegung. Hey, ich verstehe dich. Wirklich. Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben. Ich weiß, es wirkt vielleicht manchmal so, als wären alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Bullen sind Menschen. Wie ihr. Eure Freunde. Eure Familie. Menschen, die hart arbeiten und... Mega! Lewinsky, du Spaß, drauf mit dir! Tja! Und schalt den Alarm an! Der Wichser hat auf mich geschossen! Hinterher! Das wird kein Zucker schmecken, aber wir zahlen's den Bullen heim! Alter! Ein Artefakt-Emblem der Brutalität.
Was kostet das? $30? Guck mal, hier haben wir Siegel der Freiheit. Ah, ist auch mal, ne? Okay, und dann können wir hier das auch noch mal. So. Gibt's nichts? Komm hier ran, oder ist gesperrt? Nee, hier, komm mal rein. Er ist noch nicht da. Hängt aber links. Boah, meine Nase kribbelt jetzt. Links ein Yaoi hier rum. Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Ich weiß wie. Damit können es nicht mal meine Tupper-Geschütze aufnehmen. Das war jetzt echt knapp. Diese Zeitschürze sind heftig. Ja, die sind cool, ne? Oh Mann, da ist noch einer! Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Ah, oh, okay. Gut, dass ich jetzt mal einfach keine Ahnung habe von dem, was ich hier tue und es einfach tue. Jetzt hab ich dich, Kleiner. Sag mir, Schweinchen. Ja, tschüss. Okay, los geht's! Ich kann ja nicht einfach so wieder runter. Ich muss natürlich den Weg hier nehmen. Hier oben haben wir noch nicht. Tantalum-Beschleuniger-Rezept. Ist gesperrt. Schade. War vielleicht keine gute Idee, herzukommen. Das ist auch gesperrt. Okay, wir können also nur hier rein. Hey, holt uns raus! Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier? Hier ist nur schwarz eingesperrt. Das ist eigentlich nicht lustig, aber... Hey, wegen dir bin ich doch hier drin, du Arsch! Sie wollen die Verbrecher befreien! Runter, auf den Boden! Hätte ich da vielleicht nicht drücken sollen. Ich knüppel euch nieder und sperre euch ein! Das ist mein verfassungsmäßiges Recht! Ihr Gesetzeshüter in Aktion sind sicher auf... Okay, warte mal, der macht echt viel Schaden. Den... Bring. Du bist nicht dran! Katzi! Oh. Hände hoch! Ah, ein Sturm zieht auf! Wie stehen die hier? Okay. Und die stehen ja auch nicht ganz an den... Na dann... Mist. Mist, da steht Wunderarsch. Ah, hier können perfekt. Hier blitze ich einen. Das spürst du noch eine Weile.
Ja, ins Jenseits mit euch. Hände hinter den Kopf. Das macht keinen Spaß mehr. Wir haben hier ein paar gute alte Bürgerunruhen. Dann demonstrier doch gegen das. Los geht's. Hallo, Miezi Katzi, Miezi Katzi, Miezi Katzi. Meine Güte. Verdammt, Mysterion, hast du geübt oder sowas? Wir haben hier noch... Miezi. Nein. Aber wir haben hier keine Heilung. Ich dachte. Nimm das! Als ob dein Leben nicht schon längst außer Kontrolle wäre. Ich mach Pause. Keine Bewegung. So lame. Für Liebe und Gerechtigkeit, Wonder Tweak! Das hier ist Heilung. Wassermarsch! Hier, Heilung! Gibt's ein Problem? Auf den Boden! Ihr muss durchgegriffen! Ich bin so schlapp! Wow, alle vier getroffen! Das ist aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Angriffsmanöver eingeleitet! Miezi, Katzi, Moment. Das ist die Käse, Herr Katerchen. Das ist gerade alles erkannten. Angriff auf einen Polizisten! Mein Nabelbruch braucht eine Pause. Ah, den habe ich verkackt. Mist, nicht dran gedacht. Nicht schlimm. Für dich. Aggressor neutralisiert. Unsere Überlebenschance beträgt 90,6%. Miezi Katzi. Ein Hyperglas-Artefakt. Oh, auf 80. Können wir gleich wieder eins ersetzen. Und $6.23. Okay, okay. Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr. Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So,
Und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck. Arrestzellenzugangskarte. Wichtiger Gegenstand. Ah, wir haben aber nochmal ein neues Artefakt. Das ist jetzt unser Schwächstes. Das hier oben. Wird von korrupten Polizisten verwendet, um den Erfolg bei Durchsuchungen zu erhöhen. Hier können wir rein. Okay. Es ist doch legal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Token, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Doch. Dachte ich mir. Scharfschützengewehr, natürlich. Ah, wir sind jetzt... Ach, wir sind im Beweismittelraum. Garfield, was tust du? Lied des betrunkenen Ritters, ein Artefakt und Verteidigermaske-Kostüm. Okay. Wir haben jetzt also noch wieder ein stärkeres Artefakt. So, haben wir hier eigentlich noch mal eins, das ist über 85? Nö. Okay, dann haben wir auch einen Beweismittelraum. Sehr gut. Okay, hier ging ja wohl scheinbar gut die Party ab. Ich habe keine Ahnung, was wir hier jetzt machen sollen. Hier gibt's gerade nämlich eigentlich nichts, was wir machen können. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Oh, nein! Okay. Du bist tot. Ich sehe nirgends einen Schalter.
Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Können wir da denn? Oh, so. Wunder, wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Hier vielleicht noch irgendwas jetzt? Nö. Knast-Tattoo-Kostüm? Hier gibt's sonst nichts. Ich auch nicht. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten. Oh, oh nein! Ist das nicht ein bisschen über... Ich sehe nirgends einen Schalter. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Reiß normale Ärsche auf. Ich sehe nirgends einen Schalter. Ich sehe nirgends einen Schalter. Warte mal, ich will mal versuchen, eine Kiste da. Oh, ich verkack das hier immer irgendwie. Diese Zeitschürze sind heftig. Ich sehe nirgends einen Schalter. Ich glaube nicht, dass die jetzt viel beitragen. Keine Missions, aber wir haben jetzt ein paar neue Artefakte. Warte mal, da gucken wir nochmal fix rein, ne? So. Haben wir hier einen Hunderter? Haben wir hier einen Hunderter? Ein Erfolg, tief sitzende Macht. Hey. Okay. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Ja, nur wo ist der Strom? Thank you.
Infektiöser Verschlüssler. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Da ist kein Rankommen. Ich sehe nirgends einen Schalter. In die Richtung können wir auch nicht laufen, okay. Okay, die können wir kaputt schießen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Wir müssen vielleicht den Strom... Eine Zeit an, so wie letztes Mal. Ja, nur wie stellen wir den Strom ab? Oh, ich muss gerade selber voll pullern. Startbereit! Wow, wow! Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön! Da musst du erstmal drauf kommen. Kitty, was machst du denn, Herr Mietzekater? Hm? Kuscheltour? Okay, okay, okay. Ja, ist okay. Du kannst dich da entlegen. Armes Ding ist ganz umsonst gestorben. So, Kleiner. Wuppi! Bis bald! Okay, kommen wir hier jetzt runter? Nö, wir müssen wahrscheinlich... Es hat geklappt! Wir müssen wieder diesen Weg nehmen. Oh, du bist wieder da! Ja, wir müssen ja wieder runter. Verschwinden wir hier! Bereit? Naja. Das hast du wirklich drauf. Ciao, bis dann! Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Können wir dir nicht eine reinhauen? Ja, ich glaube, der ist schwer beschäftigt. Sicherheitsverstoß! Ah, shit! Ich meine, ah, shit! Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Wie sollen wir das denn machen?
Tool-Chef. Tool-Chef, der Richtige für jeden Job. Geschafft! Du schaffst das. Du schaffst das. Hey! Ah, shit. Ich meine, ah, shit! Okay. Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Wir müssen ihn irgendwie aus dem Verkehr ziehen. Ah! Alles klar. Nice. Ich meine, nice, los! Mit warmer Flüssigkeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die haben will. Soll ich dir sagen, was ein Bulle ist? Nicht mehr als ein Sklave. Ein Roboter, der nicht denken, sondern handeln soll. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbelten. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass das besser für alle ist? Alter, das ist Grandles. Was? Du hast die Katze gefunden, Arschlord! Freedom Pals, wir haben den Polizeichef! Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Michael Jackson? Das ist eine Falle! Tut mir leid, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Er sieht super aus. Okay, doch nicht. Isst die geilen Sandwiches. Man nennt ihn Jared und er sieht immer noch super aus. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Oh fuck, Jared. Ich will das nicht mit ansehen, also entschuldigt mich. Besiege Jared. Können wir den Plan ändern? Weil Mysterion ist jetzt eigentlich nicht so pralle. Ich hätte da gerne... genau. Und Tupperdose hätte ich gerne ersetzt. Captain Diabetes... ja. Okay. Ja, versuchen wir unser Glück. Sex im Knast ist extra heiß. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Das könnte brennen. Du magst es grob, ich auch. Oh Mann, das ist so abartig. Donnerstag! Ah. Da kitzeln die Plomben. Wollt ihr Kids mal mein berühmtes Superbaguette sehen? Wunder ausschaut, alles raus. Diabetes ist kampfbereit. Oh, ich glaube, du müsstest mal was essen. Mikroaggression. Schlag ihn. Knack. Ah. Kein
deine Kinder in Fummelreichweite, Frust. Boah, der macht Cartman gleich platt hier. Überspringen wir. Ein Zug weniger für die Bösen. Ich muss zugeben, ihr seid ziemlich hart drauf. Aber ihr habt keine Chance gegen AIDS. Gegen AIDS kämpfen? Scheiß Jared. Glaubt ihr, es ist einfach, Mr. Vogels PR-Team zu sein? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Dank AIDS geht's mir schon viel besser. Sehr gut. Es läuft alles genau nach meinem PR-Plan. Die können ihn heilen, die Kackis. Ah! Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Umschläge für die Wunden. Ah. Sehr gut, Wunderarsch. Überlassen Sie diese Kinder uns, Mr. Vogel. Danke, aber im Umgang mit Kindern habe ich reichlich Erfahrung. Das klingt so falsch. So, als hätte das richtig wehgetan. Keine Kinder in Fummelreichweite, frustrierend. Operation, dass Jared zu 70% wie einen normalen Menschen aussehen, ist ein Fehlschlag. Abbruch! Gönn dir mal was. Ha. Au! Hey, lass ihn in Ruhe! Blut! Überall! Aktion, Kuhn! Was sonst, Diabetes? Ein Sturm zieht auf! Ah, du hast meinen Puls zum Rasen gebracht! Zeig ihnen, was du drauf hast! Ah. Ugh, das würde ich niemandem wünschen! Ich bin dran! Ich bin gerade etwas überfordert. Zumindest fühle ich mich so. Reichweite frustrieren. Oh nein, Operation, lass Jared zu 70% wie einen normalen Menschen aussehen, ist ein Fehlschlag. Abbruch! Gönn dir mal was. Nicht heilen! Oh. Danke, AIDS. Sind die nervig. Deswegen, oh Mann, wie soll ich jetzt noch meine geheimen Gelüste unter Kontrolle halten? Deswegen sagte ich, ich fühle mich gerade etwas überfordert. Maximales Wiederbelebungsserum. Schlafen kannst du später. Verlass mich auf dich! Mit Wunderarsch ist nicht zu spaßen. Blitz und Donner! Als ob die Nummer noch schlimmer werden könnte. Dann mal los! Seht ihr, Captain
Diabetes ist cool. Okay, dann einmal... Hallo, ich will die bitte einmal überspringen. Fick dich, Jared. Gott sei Dank. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja! Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden. Jetzt sieht die Sache schon mal langsam, aber sicher wieder anders aus. Wow, ich bin fast beeindruckt. Auf teuren Sturmbunkern! Donnerlittchen! Meine Haare sind nicht das Einzige, was stramm steht. Captain Diabetes Duck! Ja. Trinkglas der ausbrechenden Jugend, Glas mit Chloroform und $5.23. Schön, dass wir dafür gerade noch ein Artefakt bekommen haben. Artefakt? Natürlich. Was macht die Polizei mit den Leuten, die sie verhaftet? Was weiß ich denn? Ich bin nur ein Sandwich-Typ. Okay, vorziehen ins Gesicht. Nein, nein, bitte, es tut mir leid. Ich sag euch alles. Was hat der Polizeichef zu verbergen? Unten sind noch mehr Zellen. Der Lift fährt da runter. Aber wer da eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ich hab die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid, ich bin nur gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Ja, genau, ich stehe auf Kinder, weil ich keine Kindheit hatte. Du hast die Wahl. Zum Superhelden-Dasein gehört auch schwere Entscheidungen zu treffen. Verschon ihn an, furz, wir furzen ihn an. Alter, das war hardcore. Also, das war echt unangenehm. Ich weiß, der Moskito soll ja Krankheiten übertragen, aber ich fühle mich irgendwie schmutzig. Sollten wir uns irgendwie um die Leiche kümmern? Wieso Leiche? Dem geht's gut. Ich nehme ein Trinklast der ausbrechenden Jugend oder Triumph des Herzens. Wir nehmen das Triumph des Herzens, komm. Was ist hier? Ah! Achso. Na! Also gehst rein und bist gleich mit einem Na! Begrüßt. Bäh. Ich glaube, wir sollten vergessen, dass das je geschehen ist und nie mehr darüber reden. Okay. Hat man nicht jeden Tag eine Furzhinrichtung? Wahre Helden können Gnade zeigen. Du hast ihnen dein Arschloch gezeigt. Sind jetzt alle böse mit mir, weil ich ihn angefurzt habe? Er fasst mich am Rüssel an. Du bist ein erbarmungsloser Furzkiller. Geil. Ja, wenigstens die verstehen's. Freund. Helfer. Peng, peng. Das ist eine einmalige Sache, Kuhn. Ab morgen sind wir wieder Feinde. Unsere Meinungsverschiedenheiten sind gerade nicht wichtig. Schwarze Leben sind wichtig. Ja, du spaßt. Du bist hier der Spast, Moskito. Forensik. Wieso hängen hier so laute Kutten? Mach das Tor auf!
Leichenhalle. Hau mal rein. Wow, das ist aber echt unheimlich. Es geht nur noch nach unten weiter. Ist gesperrt. Ich habe hier ein ganz mieses Gefühl. Fun Fact: Flashy Late Eggs can be dangerous due to their explosive properties. Keep your distance. Was ist das? Abgesperrt! Neuer, such den Schlüssel schnell! Nein. Na toll. Schlüssel zur Forensik. Okay, da gehen wir gleich hin. Gucken wir nochmal an den Schrank. Urinprobe mit Spuren von Kokain. Unze verunreinigtes Blut. Okay. Gibt's hier hinter vielleicht noch irgendwas? Wir können da ja. Ja, siehst du? Handschuh für Leibesvisitation und Klebeband. Ich muss voll auf Klo, Mann. Was war das? Hallo? Hallo, ist da jemand? Nein, da ist wohl niemand. Sonst hätte ja jemand geantwortet. Na gut. Wir sind ganz allein, Miezi. Hier erwischt uns keiner. Komm, her mit dem geilen Zeug. Hey, lass das. Halt. Still. Oh, verflixt, die Katze ist abgehauen. Ich sehe überhaupt nichts hier drin. Klingt, als wäre die Katze mit den giftigen Chemikalien in Kontakt gekommen. Mist, das ist nicht gut. Ich hoffe, was da gerade auf dem Boden gelandet ist, sind nicht besagte giftige Chemikalien. Oh nein, ich glaube, das waren sie doch. Verflucht! Wenn sie sich vermischen, werden sie zu einem Gas, das mich innerhalb von Sekunden töten wird. Verdammt, da kommt das Gas. Ja, ich bin definitiv am Sterben. Achtung, Vergiftungsgefahr. Oh, Gott sei Dank. Das Gas wird wohl durch die Lüftung rausgesaugt. Ich sterbe doch nicht. So, wo ist diese verdammte Katze? Oh nein, ich glaube, die Katze ist gerade in die Lüftung gesprungen und blockiert sie. Das Gas sammelt sich wieder im Raum und tötet mich wieder. Ich sterbe wohl doch. Was geht hier ab? Das hat sich nach der Brandschutztür angehört. Ja. Sie ist zugefallen. Ich bin hier drin gefangen. Ich muss nur den Türgriff ertasten. Da, da ist er. Ja, ich bin gerettet. Oh verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Ich sitze hier drin fest. Jemand muss mir helfen. Das Gas bringt mich um. Wir können ich nichts machen. Wirklich, ernsthaft. Wir können nichts machen. Ich spüre, wie ich sterbe. Es ist wahnsinnig schmerzhaft. Hilfe! Wenn mich irgendjemand hört. Bitte, helft mir! Holt mich heraus! Ich sterbe! Sekunde! Ich glaube, ich habe den Lichtschalter gefunden! Bei dem letzten Atemzug mache ich das Licht an! Das ist so. Achtung! Vergiftungsgefahr! Okay, ja. Wir machen mal kurz eine kleine Pause, damit ich schnell... Oh, ich muss ganz dringend auf Klo. Ich muss bullern. Wir machen eine kurze Pause, eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bellete. Bellete. Bellete.
beendete. Beendete. So. Mensch, beendete. Gut. Blase ist leer. Ich muss mal noch mal. Kurz auf eine Nachricht antworten. Die Handschuhe, die nicht passen. Bevor wir den hier jetzt... Irgendwie müssen wir ja. Oh Mann, das war's doch hoffentlich nicht alles du, oder? Jetzt hab ich dich leider. Achtung, Vergiftungsgefahr. Ciao. Da liegt der Schlüssel hierzu. Da können wir jetzt rein, aber da müssen wir wohl... Schlüssel für den Kriminaltechnik-Schrank. Der Richtige für jeden Job. So. Geiles Ding! Das hatten wir lange nicht mehr. Was hast du gefunden? Diabetes-Schmetterschlag! Eins an deine Tiefarbeit, Wunderarsch! Skelettschlüssel. Ach, okay. Schub Nigorath, schwarze Ziege der Wälder, gesegnet seien wir deine treuen Diener, Vernichter des Lichts. Ja, ja, Schub Nigorath, schwarze Ziege mit den 1000 Jungen, hol den Mond vom Himmel und lass die Sonne erlöschen. Okay, ab mit ihm. Nein! Sir? Hä? Na klar,
Nur weil wir Bullen Afroamerikaner an eine Ziegengöttin verfüttern, sind wir gleich Rassisten. Shub-Niggurath gehört zu den äußeren Göttern und muss besänftigt werden. Ihre Ankunft wurde vom großen H.P. Lovecraft vorhergesagt. Aber wahrscheinlich war H.P. Lovecraft auch ein Rassist. Oh fuck, war er echt? Wie rassistisch? Richtig übel? Yo, da sind ja meine Homies. Holt mich raus, diese Nigger sind total cray-cray. Schluss damit! Gut, Kids, ihr wollt kämpfen? Na dann los! Wir behalten die Konstellation bei, die hat ja... Oder? Ja, lassen wir mal. Denkt an unsere Mission. Wir müssen, ihr wisst schon, wen befreien. Okay, gebt ihr noch mehr. Oh, verfickte Scheiße. Au! Oh, Scheiße. Nein, die Übermutter kann weißes Fleisch nicht ausstehen. Shub-Niggurath. Captain Diabetes sagt, verpissen. Die Übermutter verlangt schwarzes Fleisch. Füttere Shub-Niggurath weißes Fleisch. Wer will zuerst? Mizi? Oh, ja, Gimmel, ja Gott, was genau muss ich denn jetzt machen? Warte mal, das überspringen wir einmal. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Freedom Pals. Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Aus dem Weg, Kuhn, Freunde. Daddy ist da. Ja. Oh, hast du ein Aua? Ah, Kitty, du kannst doch jetzt nicht... Mensch. Ihr werdet einen Wirbelwind ernten. Ich weiß nicht genau, was ich hier jetzt machen soll. Dir blitze ich einen. Au. Ein kleiner Schock und du bist wieder auf dem rechten Weg. Schlag sie für den Kuhn-Furzkiste. Okay, dann macht er einmal Randale im Badezimmer. Tod den Ungläubigen! Hey, ja! Au! Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Jetzt wird's lustig. Au! Rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Das packst du schon. Ich will nur den Zug beenden. Ich will dann nämlich... Genau. Oh. Die haben überhaupt keine Chance. Garfield. Ja, ja. Ich hole deine Diener und geißle deine Feinde. Oh, diese ätzende Bitch hat gerade ein scheiß Ei gelegt. Wie sollen wir ihr denn jetzt weißes Fleisch füttern? Achtung, dramatischer Kuhn-Move. Oh, was sollen wir mit den Eiern machen? Können wir die... Ja! Oh. So was Cooles sieht man in Tierdokus nie. So viel Druck! Blitzzeit! Ein paar Elektroschocks haben noch nie geschadet, oder? Auf sie, Wunderarsch! Au! Nicht schlecht, Neuer. Ihr Raudis habt keinen Respekt vor dem Gesetz. Ein Zug weniger für die Bösen. Ach, die Knall. Captain Diabetes mischt wieder mit. Ihr Bastarde. Von der Gerechtigkeit durchgenudelt.
die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen. So hart verwirrt, ne? Versau das nicht, Blödsack! Alter, das war geil! Ach, müssen sie das... Okay, sie kriegt den Schaden, wenn sie... Weißes Fleisch, wenn wir da Typen in ihren Angriffsradius bringen. Keine Bewegung! Nein, ihr werdet der Ziege mit den 1000 Jungen nichts antun. Ich beschütze dich, meine Königin. Okay, das wird wohl eine Weile dauern. Captain Diabetes sagt, verpissen! Lebens. Ja! Sehr schön! Ich bin dran! Ich bin dran! Los geht's, Furzlord! Ziemlich cooler Move! Au! Ich will jetzt nach Hause! Tötet die Katze! Hast du kein Captain? Ich bekomme nur leicht blaue Flecken. Oh, 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 oh. Ja! Shit. Diabetes fordert wieder ein Opfer. Das solltest du abbinden. Ah, ein Sturm zieht auf! Scheiße. Ja, Alter, was? Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Kuhn, krallen raus. Ich habe jetzt alle verloren, die so eine Rückstoßattacke hatten. Außer den Kuhn. Hol Kuhn. Ha, nimm das, Bitch. Mizi! Oh, Katze, du bist gerade unmöglich. Aussetzen! Scheiße! Schockierend, was? Au! Das wird noch eine Weile britzeln! Au! Fuck! Jetzt gib schon auf! Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn und Freedom Pearls. Ja, ja, Bim-Bam, du bist ja ein Tier! Ja, genau. Ich bin der Kuh. Alter, das war geil. Ja,
Bewegung. Oh, die Nerven. Bringt eure Ärsche in Sicherheit. Können wir vielleicht noch die Sonne auslöschen, bevor ich verblute? Wonder Tweet! Oh. Der Ketzer hat mich verflucht. Du bist das Krebsgeschwür. Ich bin der Kuhn. Wir können jetzt auch keine Züge mehr überspringen, ne? Füge dich und dein Ende wird gnädig. Au! Das macht keinen Spaß ja, mehr. Ja, fick dich. Mein Leid wird bald enden. Das Wetter schlägt um. Bleib cool. Ich muss mit Tweet da weg. Das sollte dich bremsen. Kuhn auf der Jagd. Platz für den Kuhn. Au! Mir wird ganz schlecht von dem ganzen Blut. So ein kleines Höllenfeuer wäre jetzt gar nicht schlecht. Nein, nicht schon wieder dahin. Tweet ist dahin denn jetzt? Weil wir kommen hier Warum aus diesem... Tust du das? Dieser Ort ist nichts für Ketzer. Geschieht dir recht, du Arsch. Nimm das. Oh. Au. Warum prüfst du mich? Wer will verstümmelt werden? Richtig schön scheiße. Vorsicht, Kuhn. Das läuft genau wie geplant. Zurück mit dir, woher du gekommen bist. Der gehört mir. Die Nigger kommen mit so Ultra-Attacken? Da halte ich mich raus. Lass den Scheiß. Wehtun. Dem Kuhn gefällt das. Bullshit, das ist Bullshit. Wir können die anderen natürlich auch wiederbeleben. Nizi! Oh, Katze! Jetzt wirst du zerfetzt. Ja. Wieso denn nicht nach in die andere Richtung? Ach, ist doch... Gehorche deinem dunklen Meister! Uncool! Glückwunsch, jetzt bin ich angepisst!
Kuhn schlägt wieder zu. Eine Katze können wir das Mischpult. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ja, das war's. Du bist tot. It's a long road when you're on your own. Gut, ich würde sagen, wir lassen das aber erstmal so stehen. Ich mache hier für heute Ende im Gelände, denn ich kriege jetzt auch ein bisschen Hunger und ich habe nachher um 20 Uhr noch TTT und ja. Ich bedanke mich allen, die da mal mitgemacht haben, bei allen für jegliche Form der Unterstützung und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Noch einen schönen Christlichen Sonntagabend, kommt gut in die neue Woche und ja, bis dahin, reingehauen und tschüssi.